Und was geht ab, YouTube? Wir gucken jetzt Craze vs. Caranova. Es ist der 31.07.2023. Das Battle ist gestern rausgekommen. Das bedeutet, bis zum YouTube-Upload dauert es auf jeden Fall noch 9 Tage. Dementsprechend empfehle ich jedem hier im Chat zu bleiben. Wenn sich zwei Männer in ihren 20ern, die sich eigentlich gut leiden können, jetzt bis aufs Blut beleidigen. Let's go! Yeah, don't let the label label you. Ich hab nichts mit dem Rest zu tun, das ist meine Attitude. Check den Blues, Bruder, ich bin wieder da. Cash ist Tape ab jetzt von jedem Rapper hier, der neue Stiefvater. Es ist Cash, check mal, wie er gerade auf den Beat rappt. Free Tracks, Dicker, ich bin King, so wie. Weiß auch nicht mehr. Eh besser, weil ich gerade beschlossen habe, dass ich jetzt noch entspannt das Titelmatch gucke und die Roos-Geschichte und so weiter morgen mache. Yeah, 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 yeah. Sympathico. Übrigens, kurze Side-Info an der Stelle, auch wenn es keinen interessiert. Die Kopfhörer, die ich hier trage, das sind wirklich Kopfhörer geführt aus dem letzten Jahrhundert. Das sind Sony V900. Sehr, sehr geile Studio-Kopfhörer, aber eben vor 10 Jahren oder so. Und meine Ohrenpads waren so krank durchgelatscht, dass ich ja in letzter Zeit auch häufiger mal mit In-Ears gestreamt habe, obwohl der Sound natürlich viel schlechter ist, weil die nach einer Zeit einfach voll am Kopf wehgetan haben. Und für mich persönlich ist das fürs Stream gerade so eine Bereicherung, ist mir gerade nochmal aufgefallen, dass ich bei irgendeinem Hinterwäldlerladen tatsächlich noch frische Ohrenpads für diese Kopfhörer gefunden habe. Die habe ich heute aufgezogen und es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Hat nichts mit euch zu tun, beeinträchtigt euch auch in keiner Weise, wollte ich noch mal erzählt haben. Weiter geht's. Ey, und ich hab so Bock, Alter. Ja, Mann, ich auch. Ein bisschen Feuer drin. Das wurde schon im Vorderrad ein bisschen rumgestichelt und rumgeschutet. Chat, seid ihr da? Haut nochmal eine 69 gerade rein. Macht nochmal gute Laune jetzt, komm. Bitte macht mal richtig Lärm für Craze. Bitte, macht mal richtig Lärm für Kara. Eine Information übrigens, die vorher für das Battle wichtig ist, so viel kann ich schon mal sagen, ist, Craze hatte mal Dreadlocks. Und hat sich diese Dreadlocks abgeschnitten, weil ihn jemand darauf hingewiesen hat, dass das kulturelle Aneignung ist. Da kann jeder zu stehen, wie er möchte. Ich wollte nur die Information erstmal einmal rausgehauen haben. Caranova! Ja, Motherfucker, wir doch beginnen. Erste Runde Caranova, let's go! Straight aus der Klinik zum Battle und ab jetzt drogenfrei wie Kobe Bryant. Ja, richtig, die Line ist, weil der Tod ist nice. Ich hab nie eine Stellung bezogen. Ich sagte nur, worauf das Publikum wartet. Ich machte nur auf Radale und setzte meine Stadt damit dem nur auf die Karte. Vielleicht war es Angst, dass ich meinem nicht vorhandenen Ruf sonst nur schade. Aber ich war in meiner Position komplett austauschbar wie Figuren bei Dame. Aber damit ist Schluss. Denn ich wünsche mir ebenso wie du, jeder fühlt sich in dieser Szene wohl. Aber damit wirklich jeder sich wohl fühlt, braucht deine Meinung auch einen Gegenpol. Also. Nice, davon habe ich gehört. Das, ah, Digga. Gimmicks funktionieren so selten, aber das ist so dope, Alter. Das ist so dope, Alter. Vor allem, was ich weiß, ist, das Battle war eigentlich schon gefixt für vor einem Jahr. Und der ist ein Jahr lang mit langen Haaren rumgerannt, weil der diesen Move machen wollte. Hat diesen Move immer wieder verschieben müssen und konnte sich aber die Haare nicht abschneiden, weil der dachte, boah, das Ding muss ich durchziehen, Alter. Das ist so ein Traum. Das ist so ein Traum. Wie geil ist es? Du weißt, was jetzt kommt, Digga. Du weißt genau, was jetzt kommt, Digga. Nice. Was eine Stimmung auch, Bruder. Geil. Direkt into it, Alter. Du redest von kultureller Aneignung. Was ist los in deinem Dreckskopf? Schneidest deine Filzhaare ab und nennst sie danach auch noch Dreadlocks? Du kannst dich nicht gut fühlen mit der Frisur und unterstellst damit Weißen mit verfilztem Haar, dass sie entweder nicht empathisch genug oder kulturell nicht im Bilde waren. Was ist mit Wikingern?
Dicker. Ach, ist das herrlich, Alter. Ist das herrlich, Alter. Weil, True Talk ist eine gute Frage, ne? Wie gesagt, ich halte das Konzept der kulturellen Aneignung, habe ich schon mal gesagt, sowieso für sehr, 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 sehr weird, weil ich mir denke, Kulturen nicht vermischen zu wollen oder von anderen Kulturen nichts übernehmen zu dürfen, sorgt doch eigentlich eher für eine Aufsplittung. Weiße bleiben bei Weißen, Araber bleiben bei Arabern, Schwarze bei Schwarzen, Moslems bei Muslimen, Juden bei Juden, etc. pp. Hast du nicht gesehen. Wenn sich das Ganze vermischt, dann kann man was voneinander lernen. Und wenn man das dann respektvoll behandelt, dann ist das doch eigentlich was sehr Positives, oder? Weil es zollt der ganzen Nummer ja Respekt. Und ja, Bruder, was ist mit Wikingern? Das ist eine gute Frage. So, am Ende des Tages, Bro, ich mache also mittlerweile viel Rock-Elemente, aber ich bin, den geringen Bekanntheitsgrad, den ich habe, habe ich mit Hip-Hop erreicht. Ist prinzipiell auch nicht meine Kultur. Aber was für meine Kultur? Wenn man sagt, alle Menschen sind gleich, was so sein sollte, gleichwertig, dann nehme ich mir die Kultur von einem anderen Mensch. Und das, ne? Ja, dieser Gedanke ist so absurd. Was ist mit Wikingern? Was ist mit germanischen Stämmen? Mit Kelten und Asiaten, die verfilzte Haare getragen haben seit längerem? Sätzen, Schnauze, jetzt gibt's Geschichtsunterricht. Oh, Digga, der hat die Crowd halt krank bei sich jetzt, ne? Der hat die Crowd halt krank bei sich. Überkrass. Sätzen, Schnauze, jetzt gibt's Geschichtsunterricht. Loks sind seit 1500 vor Christus im Hinduismus verstrickt. Dir wird ein paar Mal was gesagt und du bist hardcore befangen. Cäsar schrieb, schon die Griechen hatten Haare wie Schlangen. Aaron Dulfer, du sprichst mir als Deutschen meinen germanischen Kult ab. Spaß beiseite, Bro. Deutsche Kultur juckt mich im geringsten nicht. Aber der Inhalt ist, du willst nie jemand was wegnehmen und niemanden verletzen. Und die Punkte fühle ich, so wie Blindenschrift. Auch wenn du nur... Nice. Die Punkte fühle ich, so wie Blindenschrift. Dieses, du fühlst, was ich schreibe, so wie Blindenschrift und so, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Die kennt man, aber die Punkte fühle ich wie Blindenschrift ist neu. Ist cool. Wegnehmen und niemanden verletzen. Und die Punkte fühle ich, so wie Blindenschrift. Auch wenn du nur... Schön eingestreut auch. Schön eingestreut. So eine kleine Zwischenlacher machen echt was aus. Auch wenn du nur stumpf auf das Gefühl in deinem Bauch hörst, denke ich mir, mach und halt dein Maul. Wer bist du, dass du da laut wirst? Oh, heiliger Aaron, du opferst deinen Kopf für unsere Sünde. Nein, du sorgst nicht für Gehör. Du nimmst den Betroffenen die Stimme. Tobi Hai hat sich geoutet. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier hinterm Chat, hier steht der gute Tobi Hai. Seines Zeichens sollten alle wissen, der erste deutsche selbst geoutete, beziehungsweise grundsätzlich, glaube ich, der erste deutsche homosexuelle Battle-Rapper. Und dein PC-Bastard-Ego dachte sich so schnell, ey, dann bin ich mal der Erste, der sein Maul aufmacht und die Rainbow-Flagge weit hochhält. Ey, du gibst dich, als wärst du der Verständnisvollste auf der Welt, aber sprichst für Menschen, die sich wünschen, dass du endlich mal die Schnauze hältst. Oha! Das ist natürlich ein Killer, Digga. Das ist dann natürlich ein Killer, Digga. Also, ich weiß, dass Karanova und Tobi Hai gute Freunde sind. Kara war auch, Tobi wohnt ja, soweit ich weiß, mit seinem Bruder auf Malle. Kara war die auch besuchen und alles. Also, dass das Homies sind, weiß ich. Aber, dass er das als Punkt anbringt, ne, dass Tobi sich outet und Crass direkt mit auf den Zug ausspringt und sagt, ja, ne, dass man dem positiv gegenübersteht, ist ja cool, tue ich auch. Ich finde es scheißmutig und ich finde es sehr cool von Tobi, dass er das gemacht hat. In so einer Szene die Eier dafür zu haben, brauchst du erstmal. Aber Crass hat sich halt berufen gefühlt, anscheinend, zu sagen, ja, und jetzt schwinge ich die Regenbogenflagge, um dich zu supporten. Aber Tobi wollte das anscheinend gar nicht. Karanova baut das so auf und geht am Ende, deshalb tue ich den Chat gerade weg, guck nochmal hin, geht am Ende zu Tobi und sagt, oder? Ist nicht so? Und Tobi Hai, um den es gerade geht, steht da und sagt, ja, safe, Digga. Ich als erster geouteter Battle-Rapper will, dass der die Schnauze hält, der soll nicht für mich sprechen. Richtig stark. Und ich weiß, wir haben hier Tobi gut zerrissen wegen seinem Nice-Battle, wegen der dritten. Stehe ich auch nach wie vor hinter, aber ich habe da auch gesagt, ich mag Tobi und er ist ein sehr, sehr cooler Typ darüber hinaus. Ne, ich stehe ihm eigentlich sehr positiv gegenüber und das hier ist mächtig. Das ist sehr mächtig. Weit hochhält. Ey, du gibst dich, als wärst du der Verständnisvollste auf der Welt, aber sprichst für Menschen, die sich wünschen, dass du endlich mal die Schnauze hältst. Hier steht Tobi Hai, oder?
Safe, Mann. Safe, safe. Ja. Krass. Das tut weh, Alter. Schöner Spiegel, schöner Spiegel. Ey, dein Irrtum wird langsam durch meine Bars deutlich. Du bist brainwashed und dein Shampoo nicht haarfreundlich, aber du sagst, du sprichst nur für dich. Und damit lässt du dir eine Hintertür offen, falls es halt nicht klappt. Und du sagst, wenn dir jemand verständlich erklärt, warum ihn deine Haare verletzen, dann schneidest du sie ab. Darf ich das aufs große Ganze übertragen? Ey, in dem Video 13 Fragen zur kultureller Aneignung stand eine schwarze Frau. Sie sagte laut, dass weiße Menschen keinen Hip-Hop machen sollten, denn ihre Kultur wird dadurch hart beraubt und große Anteile dessen an den weißen Markt verkauft. Ist schon Bruder. Verständlich, oder? Ja? Dann drop dein Mic, verpiss dich aus dem Saal hier raus und halt dein Maul! Schön. Cool. Nehmen wir mal das Beispiel Eminem, was gerade im Chat war. Ohne Eminem wäre 50 Cent nicht der 50 Cent, den er ist. Eminem auf seiner Seite hat immer Support gegeben an Dre, hat für die Black Community wahrscheinlich so viel gemacht wie kein Weißer auf der ganzen Welt. Er wiederum bringt 50 raus und 50 macht mit G-Unit eines der erfolgreichsten, ich glaube, komplett schwarzen Labels auf, die es in Amerika zu dem Zeitpunkt gab. Hätte Eminem kein Hip-Hop gemacht, hätte Dre weniger verdient und 50 und 1000 andere Leute. So, und Eminem hat sich einen Namen gemacht in einer Szene, wo er als Weißer die Minderheit darstellt, hat sich reingefuchst mit Kampfgeist und hast du nicht gesehen und hat für alle was getan und am Ende für Hip-Hop was getan. Egal, ob weiß oder schwarz oder was auch immer. Was für ich darf kein Hip-Hop machen? Dann, Rock'n'Roll kommt auch von Schwarzen. Darf man jetzt kein Rock'n'Roll machen? Oder wenn, andere Frage, wenn mein schwarzer Homie morgen Bock hat, Schlager zu singen, was würden die Leute denn sagen, wenn ich mich dann hinsetze und sage, ach, tut mir leid, Bro. Schlager ist eine weiße Geschichte. Das darfst du nicht. Du darfst das bitte nicht. Du darfst hier leben, kannst schon froh sein, dass du hier leben darfst, Alter. Aber wenn du jetzt auch noch anfängst, Schlager zu singen, weil dir die Musik gefällt und du hier aufwächst, da hört's aber auch, da hört der Spaß auf. Das ist was Weißes. Lass das Weiße den Weißen. Was für ein Scheiß, Digga. Unglaublich. Dieses ganze Konzept. Ich bin bei ganz, ganz viel dabei, aber dieses Konzept kultureller Aneignung steht mir bis hier. Ich kann's nicht mehr hören. Ansonsten entstehen in den Massen Parallelgesellschaften. Keiner versteht den anderen. Es wird gelebt und leben gelassen. Aus Angst vor Irrtum gibt's keine Freundschaft. Denn es ist leichter, den Fremden zum Gegner zu machen. So wird aus einer Frisur ein Instrument der Spaltung und aus Ethnien Rassen. Und wenn du zu Hause dich jetzt verletzt fühlst von meiner Frisur, schreib mir. Real Talk ist mir auch wichtig. Aber das ist aber witzig, ich meine das ernst. Ist aber nach der Runde schon witzig, es so zu sagen, weil kommt dann halt nicht mehr glaubwürdig, dass es dir wichtig ist, Bro. Vielleicht nicht das allerbeste Timing, aber ansonsten eine bockstarke Runde. Real Talk ist mir auch wichtig. Aber wenn du ein rothaariger White Boy bist, der mir erzählen will, wie andere Schmerzen empfinden, dann verpiss dich, Junge, Zeit. Ganz, ganz starke erste Runde. Ganz, ganz starke erste Runde. Auch überkrass, ne? 1000 Leute oder was stehen. Da wird Festsaal Kreuzberg sein. Mayhem ist, glaube ich, Festsaal Kreuzberg immer. Da geht, glaube ich, vierstellig rein. Krasse erste Runde. Publikum ist voll da. Geiles Gimmick mit den Haaren. Super inhaltlich stark. Schön pointiert. Auf den Punkt gebracht. Geile Energy. Richtig krass. Erste Runde. Krass. Hey, hey, hey. Beruhigt euch. Hey. Festsaal. Ich warne euch lieber vor, damit am Ende niemand enttäuscht ist. Ich habe heute nur einen Engel. Du bist mit Shizu befreundet. Spaß. Wo kommt dieses Shizu-Bashing her? Ich verstehe das nicht. Ich weiß das nicht. Ich kenne Shizu. Wir haben einmal auf dem Splash zusammen gefeiert. Das war ganz cool. Ansonsten hat er, also der hat ein, zwei Mal komisch gejudged, glaube ich. Aber ansonsten. Shizu, ich verliere kein Wort über dich. Du hast gegen Josef und Triple gejudged. Du bist gestorben für mich. Digga, Alter, Triple Beat vollbringt Wunder. Der Mann gehört ins Titelmatch. Bei deren Tour und Tour hat sogar Josef mal auf dem Beat gerappt. Dass ich auf dieser Karte nicht ganz oben stehe, ist Blasphemie. Zum ersten Mal seit 3 Jahren kein Main Match. An wem das wohl liegt? Nice. Ich glaube, bis hierhin habe ich gehört, dann habe ich ausgemacht und gedacht, Digga, Stream. Weil die ist geil. Seit 3 Jahren kein Main-Match. Auch schön geactet. In die Crowd, seit 3 Jahren kein Main-Match. An wem das wohl liegt? Sehr, 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 sehr nice. Geil getimed, geil vorgetragen, richtig schön. 3 Jahren kein Main-Match. An wem das wohl liegt? Geil, geil vorgetragen. Hey,
Und hat natürlich auch Hand und Fuß, ne? Hat natürlich auch Hand und Fuß. Klar kann es auch sein, ich weiß nicht, was der Main-Match war, dass das Main-Match einfach krasser war von der Besetzung, aber es ist sehr, sehr leicht und naheliegend, das auf Karanova zu übertragen, aber so geil pontiert zu machen und so vorzutragen, musst du auch erstmal hinkriegen. Geil, die Leute zurückgeholt. War nach der Runde von Kara bestimmt nicht leicht, Alter. Mighty Kato. Ah, okay, Bruder, worüber reden wir? Ich will mich echt nicht beschweren. Doch ich war schon leicht empört, weil ich wie der Norden auf jeder Karte nach oben gehöre. Ich bin gelernter Pfleger. Doch ich frage mich, was du bist. Jungs, für dich betreue ich im Normalfall nur beruflich. Klassiker. Und ich habe echt schon viel gesehen, aber du bist das Letzte. Leute mit meiner Frisur werfen Äxte. Lukas! Karanova hatte vorher lange Haare. Das ist ja der übelste Lucky Punch, Alter. Sidecut, lange Haare. Ich weiß nicht, ob der Sidecut vorher schon da war. Da passt es mit dem Äxte werfen natürlich. Aber dass der jetzt Dreads sind es ja anscheinend nicht, sondern Locks, habe ich auch wieder was gelernt. Dass der jetzt Locks hat, Alter, ist ja... spielt Crazy auf jeden Fall gut in die Karten, Alter. Krass. Leute mit meiner Frisur werfen Äxte. Lukas! Lukas! Leute mit deiner Frisur haben Food Trucks. Geil, 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 geil. Ja, das passt wie eine Eins, Alter. Guck mal, da freuen sich auch beide. Schöner Moment. Nice. Nice. Ja, geil, das ist echt funny. Das ist ein richtig schöner Zufall, Alter. Leute mit deiner Frisur sind Kellner bei Starbucks oder machen auf Instagram Werbung für Startups. Leute mit deiner Frisur verkaufen entweder Meth im Hildesheimer Park oder Met auf dem Mittelaltermarkt. Bombe, der Scheiße, Alter. Überleg mal. Du machst ein Jahr lang, rennst du mit langen Haaren rum, auf die du keinen Bock hast, um dieses Gimmick bei einem Battle zu bringen und dann spielt es dem Gegner einfach komplett in die Karten. Halleluja, Alter. Hey, Digga. Du siehst nicht aus wie Ragnar Lodbrok. Du siehst aus wie dritte Mannschaft, Hansa Rostock. Digga. Du bist von den Drogen kaputt und solltest dich eher mal fragen, ob du ein Wikinger bist, nur weil du so machen musst, um Ideen zu haben. Ich fahr fast... Nur weil du so machen musst, um Ideen zu haben. Stark. Geile Line. 7 Stunden, um meine Performance hier zu machen. Durch 5 Bundesländer. Doch muss nie meine Komfortzone verlassen. Erzähl mir, wie real du bist. Zeig mir ruhig, während ich rappe, deinen fiesen Blick. Aber ich verstell mich selbst in meiner Defense nicht. Wenn ich was lustig finde, lache ich. Wenn mich was trifft, dann wird das nicht versteckt. Wenn ich die gut finde, dann kriegst du für die Bars Respekt. Und wenn ich die gottlos scheiße finde, guck ich wie im Jarambo-Match. Digga. Gegen Heiding sagst du, dass du jetzt deinen Rhetorikstudenten mit Rhetorik fixst. Woraufhin du eine Flut an Alliterationen kickst. Dieser richtiger Morgana, Dude, Alter. Dicker, dein Dilemma, der dirigiert domestizierte Dromedare durch Dubai. Denn der drückt 3 Dinger durch die Desert. Du, du, du. Warum machen Leute das, wenn es doch keinen Sinn hat? Das ist so... Digga, das ist eine wirklich, wirklich schwere Form des Writings. Ich glaube, ich habe das auch selber noch nie gemacht. Und das ist auch nicht schlimm. Aber wenn du es schon machst, dann ist es doch die Kunst, dass es Sinn ergibt. Also inhaltlich, nicht nur grammatikalisch Sinn ergibt. Weil das entlarvt doch eigentlich, dass man es nicht drauf hat, wenn man so einen Pattern kicken will und dann kriegt man es nicht geregelt. Ich zeig euch mal was. Komm ich hier nicht, komm in Kiste. Ich nehm das Hurensohn zurück, wollte ich doch, dass ich die Stompe gestern Nacht besucht hab. Denn du wünschst dir einen echten schwarzen Bruder. Du willst wissen, was mit deiner Mom geht und das, obwohl wir konkurrieren. Gut, dann lass mich kollektieren, ich hab was für dich komponiert. Ihre Schlampenehre wurde von mir konfisziert. Doch bevor wir kollidieren, solltest du dich konzentrieren. Ich erklär's dir komprimiert, du brauchst diese Kombi hier nicht kommentieren und korrigieren. Ich kombiniere, kontrolliert, gleich wird's kompliziert. Benson, glaub mir, ist nicht kompliziert, ich komm mit ihr. Ah, und komm in ihr. Jungs, das waren mal gut 20 Worte mehr, Alter, die auch alle noch Triplettenreime waren. Die es bisher noch nicht verstanden haben, warum ich immer und immer und immer wieder betone, dass Twizy einer der besten Schreiber in Deutschland ist. Wir haben heute 2 Beispiele von Leuten gehabt, die das nicht hingekriegt haben. Jetzt
könnt ihr es vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum du mir keinen Prime-Sub dalassen kannst. Und Benjamul, dieses Wort möchte ich gerne nie wieder im Chat lesen. Das müsste auch bitte einmal rausgelöscht werden von einem meiner Mods, denn das sieht Twitch, glaube ich, gar nicht gerne. Zu Recht. Kein Turn. So, weiter geht's. Ah, okay, dann kannst du ihn gleich ganz rausschmeißen. Studenten mit Rhetorik fixt. Worauf? Obwohl, nee, doch. Hau mal raus. Kein Bock. Einmal hier wegblockieren, dankeschön. Wenn du eine Flut an Alliterationen kickst. Dieser derbe Dude, Dicker, dein Dilemma. Der dirigiert domestizierte Dromedare durch Dubai. Denn der drückt drei Dinger durch die Desert. Dankeschön. 1,69 in den Chat für XElena96X. Nice, dankeschön. Schön, dass du da bist. Du dämlicher Dummkopf. Das nennst du Rhetorik? Das war sowas von zum Lachen. Was denkst du denn, was die in einem Rhetorikstudium machen? Kara denkt sich, Rhetorikprofessor, easy Job. Willkommen zur heutigen Vorlesung. Ich sag A und ihr sagt Stopp. Geil. Oh, Digga, was ein Battle, Junge. Hätte nicht gedacht, dass der mit der ersten von Kara ficken kann, aber Craze Runde auf jeden Fall ähnliches Niveau. Ich könnte mich bis jetzt nicht entscheiden. Kara ist natürlich inhaltlich ein bisschen tiefer, aber Craze ist sehr on point und sehr funny hier unterwegs. Magda, meine Liebe, danke schön für 3 Monate mit Prime an dieser Stelle. Liebe geht raus und offensichtlich kann man ja mit Prime abonnieren. 1,69 auch in den Chat für Magda. Leute, wir sind 100 Mann. Ha? Ran an die Tasten, ihr Wichser. Hey, egal wie viele Wörter mit D du kennst, das macht keine deiner Routine. Und natürlich auch noch einmal für die gute Elena96, die 5 verschenkte Subs hier lässt. Vielen, vielen Dank an der Stelle für den Support. Liebe geht raus. Für dich gedrückt und abgeleckt. Und besser, du Milch macht müde Männer munter Rapper. Nice. Du hast dich voll da reingesteigert und dachtest, dass das jeder kapiert. Und du hast dich zwar nicht beruhigt, aber irgendwie ist das mit dem D eskaliert. Auch sehr, sehr stark. Das ist rhetorisch auf jeden Fall fitter als domestizierte Dromedare durch Dubai dirigieren. Was soll das denn sein? Und du hast dich zwar nicht beruhigt, aber irgendwie ist das mit dem deeskaliert. Es ist auch sehr schön, wenn man Spits findet, die grammatikalisch auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Irgendwie ist das mit dem deeskaliert oder mit dem da deeskaliert. Sehr, 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 sehr krass. Und was für Dubai? Kannst du mir mal erklären, was das soll? Was fährst denn du für ein Auto? Einen persischen Golf? Trifft man dich in der Wüste, denkt man, du bist dehydriert vor lauter Durst. Entschuldigung, was machen Sie da mit den Dromedaren? Hm? Ich dirigiere die hier nur durch. Sissi, danke schön für 169 Bits. Let's start Hype Train. Ja, bitte mach das. Ich freue mich doch. Alter, wie geil war denn die Line? Wie schön hat er das denn hochgenommen? Entschuldigung, was machen Sie da mit den Dromedaren? Ich dirigiere die nur hier durch. Richtig geil aufgezeigt. Die erinnert mich an Bongtegi. Den Zugpferden entgleiten die Zügel. Wie reiten die? So? Übergeil, wenn man sowas auf so eine geile Art und Weise inklusive Gestik entlarven kann, was das für ein Blödsinn ist, wenn man richtig zuhört. Sehr, 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 sehr stark von Craze. Hat mich sehr unterhalten gerade. Elena, danke schön für weitere 5 Subgifts an Kirchi, Mr. No Name, JLZ, Lara, was bist du, kein Sub, du Otto und Steffi plus 3. Dankeschön. Nochmal hören. Trifft man dich in der Wüste, denkt man, du bist dehydriert vor lauter Durst. Entschuldigung, was machen Sie da mit den Dromedaren? Hm? Ich dirigiere die hier nur durch. Hammerhart, Alter. Craze ist so lustig. Seit wann ist Craze so lustig? Aber danke. Der hat sich ein bisschen den Stock aus dem Arsch gezogen und das ist halt viel nicer, ne? Angela Merkel, wissen wir ja alle, wie das ist. Anscheinend bist du irritiert. Immerhin wurden wir alle 16 Jahre lang durchdirigiert. Nice. Durchdirigiert. Schöner Spit, nicht schlecht. Ballert nicht, aber nochmal ein schönes Wortspiel. Ich glaube,
dass der Anspruch hier auch ein bisschen ist, zu zeigen, dass Crays rhetorisch stärker ist. Und das funktioniert als Flip, als Punchline, auch ohne krasse Endpointe. Auch eben vorher, wo er gesagt hat, er hat die Dromedar-Line auch mit einer, du wirkst ein bisschen dehydriert oder so, dass er da noch ein paar Worte mit D reingebracht hat. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, 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 sehr gute Runde von Crays, Alter. Und auch Austrian Riku schenkt an Jonas0408, Noob Dogg, Freak Reef, Rebase Felix und Zentralrat der Kupfer. 5 Stop gibt's an der Stelle nochmal. Dankeschön. 1,69 in den Chat. Nur Liebe für euren Support heute, meine Besten. Danke. Bist du irritiert? Immerhin wurden wir alle 16 Jahre lang durch die regiert. Hype-Chain Level 5, ihr Wahnsinnigen. Geil. Aber in Dubai kann das tödlich enden. Hitze, Durst, Skorpione. Und das sind nur ein paar Gefahren. Und noch einer für Sondo. Vielen, vielen Dank. Das 11. 1,69 in den Chat. Hype-Chain Level 5 bei 78%, Bruder. Und Kaktusfuß nochmal hinterher. Dankeschön für den 2. fortlaufenden Monat, mein Bester. Muah, Kuss geht raus. Deshalb ist mit Dromedan durch die Wüste zu gehen genau das, bevor ich Karawane. Ja, okay. Ey. Ich glaube, Crays hat die Runde geholt, oder? Mit Dromedan durch die Wüste gehen ist das, wovor ich Karawane. Bruder, Crays ist rhetorisch fitter. Kara war inhaltlich natürlich etwas drückender, aber was... Digga, Crays deklassiert den hier. Ja, das ist ja richtig geistesgestört. Wahnsinn. Elena, dankeschön nochmal für Rudy himself. Das war das 12. 1,69 in Chat. Vielen Dank. Hitze, Durst, Skorpione. Und das sind nur ein paar Gefahren. Deshalb ist mit Dromedan durch die Wüste zu gehen, genau das, bevor ich Kara warne. Boah, ist das stark, Digga. Ganz, 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 ganz sauber. Aber eine Reise nach Dubai hast du safe nie gemacht. Du hast schon als Kind alle Ferien im Camp David verbracht. Denn du siehst aus wie jemand, der alle 10 Minuten rauchen geht und auf seinem Facebook-Profilbild so neben seinem Auto steht. Geiles Bild. Dass du ein passabler Rapper bist, das habe ich niemals geleugnet. Aber für mich wirst du immer nur eins bleiben, mit Shizu befreundet. Geil. Schön eingeklammert. Erste Line, Schizolein. Letzte Line, Schizolein. Dieses rhetorisch fit. Ganz, 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 ganz krass auseinandergenommen. Die Frisurenline sitzen natürlich wie die Faust aufs Auge. Ich fand Karas Runde überkrass, aber ich finde, Crays hat die nochmal getoppt. Für mich als Judge wäre das ein 1-0 Crays gewesen, Alter. Und das hätte ich niemals erwartet. Krank. Zweite Runde, Karanova. Yo, yo, yo. Dass ich auf Insta pose. Mit so einem Auto wäre übelst geil. Bro, ich hab nicht mal einen Führerschein. Und da schneidet man sich einmal die Haare und dann spielt das dem Gegner in die Karte. Kandidat für den weirdesten Handshake 2023. Platz 1 im Contender-Match. Heute Crays und Karanova. Anfang der 2. Runde Karanova von ihrem Mayhem-Battle im Festsaal Kreuzberg zu sehen. Hier. Ah, schwierig. Und auch Simply Sam ist dabei. Damit sind wir im Hype-Champ auf Level 6 angekommen. Dankeschön. Kommt die Reaction auch auf YouTube? Ja, allerdings erst in 10 Tagen, weil ich Ditte die Klicks nicht wegklauen will. Trotzdem, Dankeschön für deinen Sub. 1,69 in den Chat. Brrr. Aaron, ich wünsche dir von ganzem Herzen einen kranken Hype. Dass du alles, was du kannst, erreichst. Dass um deine eigene Familie jeder deiner Gedanken kreist. Und dann gerissenes Bungee-Seil, du Bastard. Ich mach dich kaputt in jeder Lebenslage. Ich dreh dir so tief in den Rachen, dass Leute denken, ich würde Georgs tragen. Und... Der Schüler atmet. Und langsam merkt die Crowd, dass deine Position für dich zu viel ist. Wenn man sich so gibt, als ob man straight alles weiß. Mann? Straight? Alles weiß? Schwierig. Hey, du versuchst dir nun einen weichgespielten Charakter aufzuladen. Wir sind beide. Und erneut, Dankeschön für dein Subgift an Flofian 1, das 13. Liebe geht raus, Hype-Chain, Level 6, 23%. Weiter geht's. So sieht's aus. Hört auf CC. Wenn nicht YouTube, dann Patreon. Rein da. Wer supporten will, auf meinem Patreon-Account. Da Patreon nimmt sich deutlich weniger weg als Twitch. Das bedeutet, der Support ist Gold wert. Dankeschön. Hey, du versuchst...
Du versuchst dir nun einen weichgespielten Charakter aufzuladen. Wir sind beide politisch korrekt, aber ich muss das nicht nach außen tragen und andauernd sagen. Denn alles, was du droppst, wirkt so hart übertrieben. Du bist zwar woke, aber dein Mindset hat eine Schlafparalyse. Und mein Battle ist nicht gegen den dummen Versager, sondern die Diskussion nachher zu meiner ersten Runde mit Anna. Das wird böse, ey. Apropos Anna, ich mache jetzt ein bisschen deine Arbeit kaputt. Das hören wir uns, glaube ich, auf jeden Fall später noch an, oder? Die Diskussion mit Anna über die kulturelle Aneignung. Ich hoffe, den Schritt kannst du verstehen. Du machst deinen Job gut, das ist nicht mal mein Problem. Bei jedem dritten Event ist crazy, ihr führt über einen wichtigen Inhalt ein Gespräch, aber was ihr sagt, ist ganz egal. Nach der Runde skippt man jedes Interview von dem, denn deine Interviews sind anstrengend. Du schaffst nicht einen Satz ohne Füllwörter. Digi, einfach nur cheesy, wie du da saßt mit Ja-Mann, Philly, Virus und Freezy. Zitat, als ob ich mein Leben gefickt habe, um das auswendig zu lernen, Alter. Ist das so? Ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Craze-Interview-Gucker, aber wir werden es ja jetzt hören. Ich finde das mit dem Aufschreiben ein bisschen wack, sich zu sagen, yo, ich hab mich nicht gefickt, um das auswendig zu lernen, holt sich einen Lacher und liest es dann ab. Brudi, wenn du es kickst, lernst auswendig, meiner Meinung nach. Ist hier, glaube ich, ein gewolltes Gimmick, damit er sich die Arbeit nicht machen muss. Und John schreibt, kann bitte Kid Soldier dabei sein? Kid Soldier hat sich bei mir für die Situation damals von sich aus entschuldigt und dementsprechend werde ich, was das angeht, darüber hier auch kein schlechtes Wort mehr verlieren. Zumindest zwischen mir und Kid Soldier ist die Sache definitiv zu. Hey. Zitat, wahrscheinlich aber auch so, ihr habt so generell, ich bin halt nicht so der Typ vom, also so. Wahrscheinlich aber auch so, ihr habt so generell, ich bin halt nicht so der Typ vom, also so, ich stichel halt ein bisschen vorm Battle so, ne? Aber so, ihr habt schon so ein bisschen Trash-Talk so im Fixing-Chat und so weiter so, ne? Eieieiei. Dicker. Da gibt's wirklich. Ja, Sondo, das soll er auswendig lernen. Für mich ist Ablesen in einem Battle, auch wenn man es so tarnt, ein Minuspunkt. Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Das gleicht es dann natürlich wieder aus. Aber es wäre gerappt schon geiler gekommen, finde ich. Da gibt's wirklich kein Ende, kein Anfang. Wenn du so den herrschenden Sprachgebrauch so korrigieren willst, so halt, ne, warum fängst du nicht da an? Junge, was ist das für eine Scheiße? Kann sein, dass du in solchen Momenten einen Schlaganfall erleidest und dein Sprachzentrum wild vermischte Vokabeln einfach freigibt? Aber fuck it, ich bin ab jetzt dankbar, wenn bei Leuten ADHS reinkickt, denn an diesem Tag war ich das erste Mal froh über einen Lava-Flash von Virus. Das will was heißen, Alter. Und ich glaub, das da will was heißen. Einig. Virus ist krank nervig, wenn er anfängt zu reden. Es ist wirklich krank, Alter. Die sind hart, nervig und peinlich. Dicker, ich sage in meinen Interviews, dass ich mich so verachte, dass ich Angst habe, dass bald der Tod eintritt. Du sagst in deinen Interviews, so halt, ne? Ey, dieses Battle ist nicht mehr und nicht weniger als mein Interlude. Ich bin in der Mood. Ich nahm mich zurück und komme stark zurück. Aber Dicker, das ist kein Business-Move. Vielleicht bist du analytischer als ich. Klar. Vielleicht bin ich auch nicht so klug, aber was für Angles findest du, wenn du einmal richtig suchst? Es gibt sehr, sehr viele, sehr weirde Sachen an Josef Steinschleuder, aber sein Kehlkopf gehört nicht dazu. Ich wusste gar nicht, dass Craze gegen Josef Steinschleuder gebettelt hat, Alter. Vielen, vielen Dank, Hypechain Level 6, 23 Abos und 169 Bits. Liebe geht raus an euch alle. Mua! Geiler Scheiß. Einmal tut in den Chat hinein. Aber wollen wir die ganzen Witze mal zur Seite packen und kommen zu den reinen Fakten? Mach mal. Sin City sagt, du hättest Katzen. Und ich find's witzig, was so eine kleine Sache mit deiner defensiven Leistung machte. Denn dein eine Mund sagte, Katze. Eine Katze. Quasi, das stimmt auf keinsten Bratte. Und dein Finger zeigt eine. Das haben alle gesehen, glaube ich. Eine Katze. Deine Defense ist King, Bro. Du hast gar nicht zwei Katzen. Danke für die Info! Aus dem Contender-Rennen wirst du jetzt rausfliegen, du Spast. Und mir geht's damit so, als würde ich dir zeigen, wie viele Haustiere ich habe. Ey,
Ich besiege jeden überwoken Hurensohn. Das mit der Katze war lustig, hätte er aber nicht auf, wie viele Haustiere ich habe noch strecken müssen, meiner Meinung nach. Ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht krass. Das mit den Soßen im Interview war sehr lustig und all in all sind wir uns, glaube ich, einig. Wahnsinnig hohes Niveau, Alter. Beide Feier an dem Tag. Richtig Feuer drin. Voll cooles Battle. Hey, ich besiege jeden überwoken Hurensohn in der Szene. Und die ganze Crowd so, einen. Geil. Hey, ich besiege... Okay, ich nehme das mit der Null zurück. Weil es das hier geil, weil das ein geiles Setup hierfür gegeben hat. Einen. Wir haben nur einen überwoken. Okay, ist legitim. Ist im Setup hierfür, im Aufbau sehr, sehr gut. Ich dachte, das wäre die Endline gewesen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, ist das schön, Alter. Ey, ich besiege jeden überwoken Hurensohn in der Szene. Und die ganze Crowd so, einen. Wir haben nur einen überwoken Hurensohn in der Szene. Battle Rap Deutschland weiß es nicht, aber wartet partout auf Caranova. Ihr seid solche Fans von mir, ihr habt mein Tattoo auf dem Pullover, Dicker. Zeig. Ja, er hat sich das Detail-Logo tätowiert. Ihr habt mein Tattoo auf dem Pullover. Geil, feier ich. Ey, krass, Digga. Haben die beiden Feuer. Macht richtig, richtig, richtig Spaß. Einmal eure Meinung zu diesem Battle bitte in den Chat, denn der Bosse muss mal ganz kurz auf die Toilette gehen. Mal sehen, was ich da dran machen werde. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Alle drei Runden Battle bis jetzt. Hatten wir lange nicht mehr. Bin ich dabei. War meiner Meinung nach das beste Battle an dem Abend. Magda, wenn du das sagst, dann musst du dir sowieso stimmen, Alter. Ist richtig Spaß zu gucken und dann kam die Stille. Sehr nice Battle an die Alpha, jetzt, wo der Boss nicht da ist. Wie macht man eine Abstimmung? So, ihr Lieben. John, der wollte ich ja die Modrechte wieder entziehen. Spaß. Weiter geht's! Und ich wette, auf YouTube werde ich vergessen haben, diese Pause rauszuschneiden. Wow, Caranova, Bruder! Woo. Zweite Runde crazy. Hey, deine Kreativität kennt keinerlei Grenzen. Du bist so innovativ wie sein Part mit, es wird Zeit zu beenden. Wer macht das nochmal immer, es wird Zeit? Tobi Hai, oder? Gegen T-Way bringst du immer weiter. Ah, guck mal, ja, ist glaube ich Tobi Hais Ding. Lacht er hier nicht sogar kurz, oder? Wie sein Part mit, es wird Zeit zu beenden. Geil. Da verschluckt der Präsident. Ah, ihr seht's nicht, ne? Ich muss mir kurz wegschieben, weil das ist funny. Guck mal. Seht ihr? Geil, feier ich. Fühl ich. Gegen T-Way bringst du immer weiter fetten Witz nach fetten Witz. Und konterst dann wütend Gunbars von einem Luxemburger. Wie lächerlich. Und du hast recht. Gunbars von einem Luxemburger. Das will euch keiner. Anyway, hier sind eine Runde Gunbars von einem Hildesheimer. Und dann erzählst du uns mit noch wütenderem Blick, ich höre auf niemanden, der nicht klüger ist als ich. Dann hör mir jetzt mal gut zu, Kollege. Erzähl mir nichts von Gewalt und Kriminalverbrechen.
Karanova aber auch schon gesagt in der Runde vorher, dass Craze klüger ist als er. Das bedeutet, alle Beteiligten sind sich einig, Craze ist hier der Klügere. Ist mit Sicherheit auch was, was ein Battle einfacher macht, aber nichts Battle-Entscheidendes und ist sehr, sehr lustig performt. Nimmt dem Ganzen aber hier ein bisschen Wind aus den Segeln, dass Kara das von sich selber schon zugegeben hat. Erzähl mir nichts von Gewalt und Kriminalverbrechen. Und was für Messerangriff. Du könntest nicht mal Spargel stechen. Du hast Gans? Denn ohne Waffenschein ist die zu kriegen ziemlich schwer. Aber du Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Eine echte Gun besteht aus deinem Lauf, dem Abzug und dem Griff dahinter. Deine bestehen aus Daumen, Zeige und Mittelfinger. Nice. Weil Gewalt bei mir nicht real wäre, kam sowas für mich noch nie in Frage. Aber insgeheim fand ich das schon immer ziemlich schade. Denn solche Lines sind manchmal die krassesten Haymaker. Aber dass man einfach lügen kann, das ist ein Gamechanger. Guck mal, und da ist das Ding, warum es jetzt funktionieren kann und was ich gerade bei Morgana so ein bisschen kritisiert habe. Hätte er jetzt einfach nur Gunbars gebracht, hätte ich auch gesagt, ja, aber wirkt ein bisschen komisch. Aber er sagt, ja, ich hatte einfach nur Bock, das mal zu machen, Alter. Und ist sowieso alles gelogen, was jetzt kommt. Es geht nur um Wordplay. Und zack, schon bin ich dabei. Sehr, sehr cooler Moment, dass man einfach auch es als Lügen zu bezeichnen. Sehr, 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 sehr geil. Schönes Wort. Wie sehr freust du dich auf Cynic gegen Craze? Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin ja, soweit ich weiß, mit Marc da. Wegs nach Berlin komme ich in deine Stadt mit dem Klappmesser. Doch ich bleib nicht lange. Ich mach nur einen Abstecher. Ich schlag dir auf den Magen wie eine schlechte Nachricht. Und du musst mehr einstecken als ein Kleptomane. Und meine Messer sind wie Battle Rapper. Denn sind wir jetzt mal ehrlich. Deren Rücken sind zwar harmlos, aber die klingen echt gefährlich. Battle Rapper sind wie Messer, sind wir jetzt mal ehrlich. Deren Rücken sind zwar harmlos, doch die klingen recht gefährlich. Auch hier wieder. Die klingen ist in dem Fall auf der einen Seite des Spits ein Nomen und auf der anderen Seite des Spits ein Adjektiv. Ein Substantiv und ein Adjektiv, was jeweils eine andere Sinnbedeutung ergibt. Und das ist nochmal Next Level Spitten, Alter. Übergeil. Deren Rücken sind zwar harmlos, doch die klingen recht gefährlich. Ganz stark. Aber dann noch in die vorderste Reihe, dann mache ich den Sever, Alter. Verb, meine ich doch Verb. Fickt mich jetzt nicht, ist ein Livestream, meine ich doch Verb. Adjektive sind wie Wörter und Verben sind To-Wörter. Sorry, kurzer Aussetzer. Ja. Harmlos, aber die klingen echt gefährlich. Stark, trotzdem stark allein. Doch das schüchtert mich nicht ein. Ich hab das alles schon erlebt. Und ich hab die perfekte Lösung für dein Alkoholproblem. Denn ich kill deine Homies. Und du vergießt für jeden einen Schluck Licker auf dem Bürgersteig. Bis du so viel auskippen musst, dass für dich gar nichts mehr übrig bleibt. Du hast selbst ein Messer in der Tasche. Doch was uns zwei unterscheidet... Warum sagt er eigentlich... Also es ist nicht schlimm, weil die Lines sind ja scheiß unterhaltsam. Aber warum sagt er, dass er jetzt eine ganze Runde Gunbars kickt und bringt jetzt nur Messerzeilen? Du hast selbst ein Messer in der Tasche. Doch was uns zwei unterscheidet, deins ist wie dein Kind, denn das wird für immer ungezogen bleiben. Deine Strecke bis hierhin war lang, einsam und hart. Du hast so viel zurückgelegt, doch dir bleibt nichts erspart. Doch dir bleibt nichts erspart. Auf dem Rückweg dreh ich mich ein letztes Mal noch um und dich schleife ich hinterher. Meine Messer sind schon stumpf, doch die schleife ich hinterher. Und meine Augen glänzen vor Rührung, wie die Messer klingen. Während ich dich zudecke, als würde ich dich ins Bettchen bringen. Denn ich schick dich schlafen, doch sorg dafür, dass du nicht aus allen Wolken fällst. Also keine Sorge, ich lass für dich das Licht an, du Revolverheld. Hey. Sehr, sehr schönes Wordplay. Total unterhaltsam, aber für mich halt absolut ins Leere, da hat nichts getroffen. Das war super entertaining zum Zuhören. Aus Battle-technischer Sicht für mich aber keine Treffer dabei. Da fand ich die Füllwörter in Craze Interviews auf jeden Fall persönlicher, gegnerbezogener und darum liegt, wenn jetzt nicht noch was Krasses kommt, in der zweiten für mich bisher Kara vorne. Du hast keine Ahnung, wie das bei mir mit dem Schreiben läuft. Würde ich wirklich crowdpleasen, wäre vorbei für euch. Rapper wie du sind hierzulande keine Seltenheiten. Ich wollte das von Anfang an nie wem anders als mir selbst beweisen. Wir gingen beide von dem Platz in der Crowd zu dem Platz hier als Rapper. Du dachtest, das kann ich auch. Ich dachte, das kann ich besser. Nice. Nice. Sehr geile Line. Du dachtest, das kann ich auch, ich dachte, das kann ich besser. Sehr, 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 sehr geil das Mindset beschrieben. Überschöne Line. Wirklich überschöne Line. Krass.
Platz in der... Da steckt richtig was drin. Du dachtest, das kann ich auch. Ich dachte, das kann ich besser. Und jetzt sagt er bestimmt, und das ist das, was uns unterscheidet. Crowd zu dem Übergeil. Platz als Rapper. Du dachtest, das kann ich auch. Ich dachte, das auch kann ich gereimt. Besser. Du hast Bars, doch keinen Plan, was sie verkörpern sollen. Ich sag, was ich denke. Du sagst, was du denkst, dass sie hören wollen. Weil auch ein schönes Bild. Wow, Digga. Jetzt schwingt das Pendel gerade nochmal um. Ich sag, was ich denke. Du sagst das, was du denkst, was die hören sollen. Was sie verkörpern sollen. Ich sag was ich denke. Du sagst, dass du denkst, was sie hören wollen. Weil du lieber für eine Line deine Prinzipien verrätst, als dass du beim Schreiben auch nur einmal ein Risiko eingehst. Bis zum Top-Tier ist für dich noch ein gewaltiger Schritt. Du nimmst teil an dieser Szene. Ich gestalte sie mit. Ich weiß, warum du battlest. Und ich weiß, wie du denkst. Doch da kann jeder was mit anfangen. Ist für mich kein Kompliment. Du möchtest Applaus, doch heute lösche ich dich aus. Du battlest länger als ich, doch bist immer noch Newcomer in den Köpfen der Crowd. Wenn das stimmt, dass Karanova länger battelt als Craze, dann stimmt das, was Craze sagt, absolut. Weil in meinem Kopf, rein vom Bauchgefühl her, hat Craze eine viel krassere Legacy als Karanova. Bitte lösche ich dich aus. Du battelst länger als... Wobei das bei Craze irgendwie auch nicht stimmt. Der ist schon sehr crowdpleasing. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Craze verstanden hat, dass er mit diesem woken Film, den er manchmal fährt, dass er dafür auch schon von vielen angegangen und gehatet wird, sowohl Szene intern als auch Szene extern, weil das eine Einstellung ist, die vielen auf die Nerven geht. Und wenn er sie aber trotzdem für sich so empfindet und so richtig findet, die dann straight up durchzuziehen, finde ich wiederum respektabel. Er schreibt ja niemand anderem was vor und ich finde nicht, dass das bei Craze krass unangenehm ist, auch wenn ich bei viel, was ich von ihm so gehört habe, nicht mitgehe. Und deshalb finde ich schon, dass er das sagen kann. Ist für mich kein Kompliment. Du möchtest Applaus, doch heute lösche ich dich aus. Du bettelst länger als ich, doch bist immer noch Newcomer in den Köpfen der Crowd. Du hältst dich für unentbehrlich und erwartest Respekt, doch hiernach wirst du wie Chris Kotzen kommentarlos ersetzt. Was ist mit dem eigentlich passiert? Wo zum Teufel ist Chris Kotzen, Alter? Ende hat halt nochmal krass geknallt, ne? Scheiße, das Ende hat nochmal krass geknallt. Also ich glaube von meinem Bauchgefühl, aber das wird sehr, sehr schwierig, weil Craze ja auch die letzte Runde hat. Kara hatte in der ersten natürlich den Vorteil mit dem Gimmick. Dadurch, dass er angefangen hat, hat er die Crowd direkt bei sich. Dann hat Craze sehr viel Glück gehabt mit den Frisuren-Lines, dass er die Crowd holen konnte. Zweite Kara wieder stark angefangen. Craze hat ein bisschen verschenkt mit den Gunbusters, die unterhaltsam, aber nicht gegnerbezogen waren. Und hat am Ende aber wieder krass einen rausgeholt, sodass die zweite auf jeden Fall für mich mindestens ein Draw ist. Und bei dem so gut aufgelegten Craze, wenn jetzt nicht ein kompletter Kopfabboom von Karanova kommt, dann hat Craze das Ende des Battles, damit auch noch das Momentum auf seiner Seite. Und dann wird er das für mich halt holen. Zum Finale, dritte und letzte Runde, Karanova! Du machst einen Abstecher in Hildesheim, das ist ja wohl ein Witz. Du bist in 0-3-0. Ach, hier gibt Shizu dir noch einen Stich. Ey, du hast ein Tattoo auf dem Unterarm im Stil von Kandinsky. Und das ist extrem. Seine Wahrnehmung war synästhetisch, heißt, er konnte Farben hören und nicht wie jeder nur mit dem Blick wahrnehmen. Und ihn und mich unterscheidet nicht so viel. Das Tattoo an dir kann ich nicht verstehen. Denn immer wenn ich ein Battle von dir geguckt habe, konnte ich Gerüche sehen. Und ich sag es gerade raus, sah mal straight nach dem... Ich glaube, da hat er sich mehr erwartet, weil die Line ist lustig. Fand ich aber zu aggressiv performt. Ich finde die Pointe ganz cool, aber ist jetzt kein Knaller. Weil Craze für mich jetzt auch nicht aussieht wie jemand, der stinkt. Klar, ist ein bisschen hippie, ein bisschen alternativ und so, aber sagen wir mal, es gibt tätowierte Menschen mit Nagellack, kurzen Haaren, Bart und Brille, die Oversize tragen und so eingestellt sind wie Craze, auch in optisch deutlich ungepflegter. Craze kam mir jetzt nie wie ein ungepflegter Typ vor, deshalb knallt die auch nur so bedingt. Gerüche sehen! Und ich das ist eine lustige Idee, aus, aber trifft halt nicht krass. Sah mal straight nach dem Geruch von einer faulen Avocado aus. Digga, Craze und Switch Mode haben ihre Mode geswitcht und unter dem alten Namen findet man sie so heute nicht. Du hast euer Mindset auf ein neues Level emporgehisst. Sogar dein Producer ist jetzt so angepasst, dass er nur noch Lord Normal ist. Denn du stellst dich über andere und zeigst mit dem Finger auf sie herab. Vor 7,8 Jahren hast du gesagt, jede Frau wäre eine Slut. Als du 13 warst, hast du mal die N-Bombe gedroppt und Schwuchtel gesagt. Excuse me,
Wir haben 2023, Junge, ist uns egal. Damit Leute sagen, oh mein Gott, hat dieser Crazy sich nicht richtig verwandelt? Schlüpfst du in den Deckmantel der Moral und stellst dich über andere. Du mischst Awareness mit Confidence und ein paar Themen der aktuellen Politik als Topping. Wegen deiner Moral andere abzuwerten, ist auch nur ein komplexeres Prinzip von Mobbing. Ich hoffe, eines Tages kannst du mein Wort verstehen. Willst du moralisch sein, dann mach nicht den hier, sondern den. Battle Rap ist nicht. Ich glaube, wenn er da die Pause, die Eier gehabt hätte, die Pause noch länger zu halten, dann wäre auch eine Reaction gekommen. Die Leute wussten nur wegen der Vortragsweise nicht, wie es weitergeht. Weil willst du moralisch sein, mach nicht den, sondern den, ist ja eine Prämisse, mit der ich voll mitgehe, wo ich auch viel drüber diskutiere. Dieses, man redet nicht mit, keine Ahnung, man redet nicht mit AfD-Wählern, man redet nicht mit dem, man redet nicht mit dem. Und ich denke mir immer, wenn man mit so einen Leuten nicht redet, wird man nie die Hintergründe verstehen können, um in Zukunft vermeiden zu können, dass sich Leute in diese Richtung entwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir, und jetzt nagelt mich nicht fest, ich weiß nicht, ob die beide cool sind oder ob die beide scheiße sind oder was auch immer, in meinem Kopf ist ein Philipp Schlaffer, das ist ein ehemaliger Neonazi, ihr wisst schon, der lange im Knast war, seine Einstellung völlig geändert hat und mittlerweile darüber Vorträge an Schulen hält. Und Change My Mind, ich glaube, an Schulen, wo dieses Potenzial da ist, also vornehmlich vielleicht an Hauptschulen oder an Schulen in Brennpunktvierteln, wird jemand, der mal in einem Club war und im Knast gesessen hat und eigene Erfahrungen mitbringt, wahrscheinlich ernster genommen als ein Sozialarbeiter oder was auch immer, der das Ganze nur als Theorie aus der Uni kennt. Hätte dem niemand die Hand gereicht, hätten wir so jemanden heute nicht gehabt. Und deshalb finde ich, willst du moralisch sein, mach statt dem lieber den. Eine sehr, sehr gute und coole Aussage. Sein, dann mach nicht den hier. Sondern den. Und Maximilian Pollux wäre das andere Beispiel gewesen. Battle Rap ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nix mit Hip-Hop, hooray. Nicht jeder Battle-Rapper darf Backstage oder hat das Privileg, im Battle vorn zu stehen. Viele blicken's nicht, wenn einer austickt. Sie sagen, dass das doch nicht geht. Aber wenn Sever sich noch einmal in die erste Reihe stellt, dann box ich Grace. Ey, letztens bei meiner Weekend war ich so geflasht von den dopen Matches, aber eine Sache fand ich todeswack. Denn da standen Craze und seine Freundin vor mir bei Snakehead Rhyme vs. Atropa Trap. Und immer wenn Snakey was rappte, was deiner Freundin moralisch nicht gepasst hat, dreht sie sich kopfschüttelnd zu dir und dann zeigt sich dein Charakter. Denn erst musstest du lachen und fandest witzig, was er droppt. Aber wenn sie sich zu dir wendet, ja, dann schüttelst du den Kopf. Anscheinend. Ist das eine Grenzüberschreitung? Den Umgang von einem Paar, den man privat gesehen hat, wo keiner der beiden auf der Bühne stand, auf die Art und Weise ein Battle mit reinzuziehen? Ich habe das auch mal gemacht bei Mighty. Er hat mir auch hinterher gesagt, dass er das nicht cool fand. Und ich finde Verhaltensweisen von einer dritten Person, die in dem Fall von einer hypothetischen Ich fick deine Freundin zu einer realen Person wird, mit in ein Battle zu ziehen, während sie noch nicht auf der Bühne stand, uncool. Sind Battle-Rap-Events privat? Schon. Also Gegenfrage. Fändest du es cool, wenn jeder Battle-Rapper wie ein Robskew die ganze Zeit penibel darauf achten müsste, was er tut und sagt, was nicht auf die Bühne gehört? Weil dann kann man sich da ja nicht fallen lassen, nicht mal als Zuschauer. Einstört sie und dadurch dich, dass er keine... Also bei weitem nicht so ein Ding wie bei Kid Soldier gegen Hansen und auch nicht so ein Ding wie bei Tobi gegen Niles. Aber irgendwie ist da gerade so ein Muster drin, ne? Vielleicht war es auch nur schon immer so und mir fällt es stärker auf. Kann auch sein, keine Ahnung. Parolen sagte, aber stört sie und dadurch dich, dass er keine feministischen Leitparolen sagte. Aber das ist Snakehead Rhyme, der Ossi, der einen Tag vorher den Backstage voll gekotzt hat. Was habt ihr beide erwartet? Sie achtet darauf, dass deine Reaction auf seine Verse nicht ausartet. Was für Beziehung, ha? Sie ist nur deine Awareness-Beauftragte. Es war ein Callback, ich habe aber leider vergessen, auf was, damals glaube ich. Damals war es live eine Zerfleischung, droppte zu Zeilen im Kreis und wir haben uns jedes Mal gefreut auf eine weitere Leistung. Wir wollen den alten Crash zurück. Nicht wegen deiner Erscheinung, sondern Unvorhersehbarkeit und deiner eigenen Meinung. Du kriegst Einflüsse von außen. Aaron Dulfer 2.0. Du hast dich voll verändert und ihr seid beide daran schuld. Digga, warum hörst du überhaupt auf die in Sachen Battle Rap, hä? Die bastelt selber Bilderrahmen. Junge, wo hast du die kennengelernt? Bei deinem Job im Kindergarten? Nehmen wir mal außen vor, ob ich das korrekt finde oder nicht, ist schon funny. Du hast Liebe für Battle Rap.
Ja, das weiß ich ganz genau. Du benutzt ein altes Rezept, was nur Verfeinerungen braucht. Du hast den richtigen Hunger. Ich hab den gleichen in meinem Bauch. Aber wenn deine Liebe durch den Magen geht, kommt Scheiße dabei raus. Denn das letzte Mal hast du bei Sin City in einem Dopen-Match rasiert. Du sagst, Rob Skio hätte Treuepunkte eingelöst. Das passt so perfekt zu dir. Denn dieses Battle sollte eigentlich beim letzten Dezember schon das Contender-Match sein, um zu checken, wer hat die Strecke zum Champion geschafft. Und jetzt gibt's so fucking viele Contender. Denn du dummer Pisser hast halbgare Battles gemacht, dich nicht neu erfunden und so dein Standing verkackt. Und man setzt dich wieder auf die Karte. Doch du entwickelst dich nicht weiter. Du bist ein Riesenhaufen Schade mit einer extra Portion leider. Ein Riesenhaufen Schade mit einer extra Portion leider ist geil, weil Craze hätte safe das Zeug zum Contender gehabt. Halbgare Battles weiß ich nicht, so sehr bin ich nicht drin, seit ich es wieder wirklich akribisch aktiv ja auch hier mit euch zusammenverfolge, muss ich sagen. Das Jarambo-Battle. Also ein Jarambo-Battle ist kein halbgares Battle gegen irgendeinen Wacko. Jarambo ist der ehemalige Champ und einer der größten A Cappella-Battle-Rapper, die wir in Deutschland haben. Und dabei hat Craze auf jeden Fall geglänzt. Das Ding gegen Kato hat er meiner Meinung nach aufgrund von Katos Dritter verloren, war aber auch ein cooles Match. Aber wo er recht hat, wo ich mich zumindest nicht dran erinnern kann, ist diese eine Craze-Zerfickung. Diesen Moment, den Kato zum Beispiel gegen Craze erzeugt hat, den hatte Craze, glaube ich, im letzten Jahr nicht. Ich als Konto. Du bist ein Riesenhaufen Schade mit einer extra Portion leider. Ich als Contender heutzutage, jeder kann die Zeichen heute sehen. Und keiner stellt sich mehr die Frage, ob ich Kato im Title-Match zerleg. Es ist und bleibt 3-1-1, ich fühle mich wohl in meinen Kreisen. Und fick 5-3, deine Postleitzahl ist scheiße. Gute Dritte. Sehr, sehr gute Dritte, aber wenn Craze das Niveau hält aus seinen ersten beiden, wird Craze das gewinnen, weil die erste war an Craze, wenn auch knapp. Die zweite könnte man vielleicht noch drawen, die dritte von Caranova war gut, aber ich traue Craze auf jeden Fall zu, das zu toppen. Let's go. Dritte und letzte Runde von Craze. Alles, was euch an Caranova... Das war eine Frage abseits vom jetzigen Battle, aber was ist eigentlich das most heated battle of all time in der deutschen Battle-Rap-Szene? Boah, also das Teggy Cynic Rematch, da war auf jeden Fall richtig derbe Feuer drin. P-Zack gegen Basic, auch absolut underrated, da hat es auch richtig geknallt. Genauso wie bei 4-7 gegen Noir, da sind ja auch einige Cuts drin wegen Sachen, die passiert sind. So richtige Hate-Battles, Alter. Keine Ahnung. Also die drei werden die mir als erstes einfallen. Was interessant erscheint, sind die Drogen und seine Alkoholiker-Vergangenheit. Du bist mehr als dein Konsum. Du bist ein relativ entspannter Dude. Doch alles andere an dir findest du selbst nicht interessant genug. Du flexst in jedem Text, was du für deinen Rausch konsumierst. Also ich bin es nicht, der dich darauf reduziert. Warum du das erzählst, habe ich von Anfang an nicht verstanden. Da hat doch keiner nachgefragt. Wie nach einem Comeback von Hansen. Binge for the Slap, auch guter Call. Ja, stimmt. Auch sehr guter Call, stimmt. Ich habe übrigens gehört, das hat, ich glaube, Kid Soldier in dem Battle ja auch gesagt, P-Zack gegen Basic, dass Hansen für sein Match ein Tausender gekriegt hat. Also Magda, ne? Ich will ja nichts sagen. Aber diese Information, dass Hansen von Dilty die Match ein Tausender kriegt, wo 5 A Cappella Battles an einem Abend sind, wird unser Telefonat über meine Gage für mein nächstes Battle für eure Position auf jeden Fall schwieriger machen, Alter. Weil, wenn Hansen nicht dreistellig bettelt, dann bettle ich auch nicht dreistellig. Du bist schon länger clean. Du bist schon länger clean. Doch damals warst du richtig am Arsch. Und wie das anfing, hören wir in deinen Diltilly-Bass. Ein Zug für die Psyche. 2 Züge für Sucht. 3 Züge für ich wollte schon gar nicht mehr smoken und hol bei meinem Dealer einen Fuchs. Mal davon abgesehen, dass die Line jetzt nicht so nice war. Das waren schon 6 Züge, Junge. Gib mal weiter. Hey. Und neben dir deine Homies so, wir wollen auch nicht zu krass damit nerven. Aber würdest du teilen, könnten wir alle davon abhängig werden. Du machst hier jedes Mal auf G, doch bist ein Kleinganove. Next Level Junkie, Heroin war deine Einstiegsdroge. Es ist...
Ja, es ist ein Schock, wenn man die Wahrheit sagt. Doch in deinen Armen waren mehr offene Stellen als auf dem gottverdammten Arbeitsmarkt. Bei dir zu Hause waren die einzige Deko neben Unmengen an Drogen die nach Farben sortierten Monster Energy Dosen. Und das Dilteli-Tattoo unterm Ellenbogen ist für den Jungen nicht nur Fashion. Denn nach dem Titelmatch will er sich den Gürtel um den Schriftzug stechen. Erst dachte ich, dass das gar keinen Sinn macht. Aber der will halt was, was ihn an diesen Tag erinnert. Und wäre ja nicht das erste Mal, dass du einen Gürtel um den Arm und eine Nadel drin hast. Er macht's aber auch geschickt. Ich weiß nicht, ob Caranova irgendwie mal an der Nadel hing, Alter. Also ich weiß von diesem riesen Alkoholproblem, was er hat. Also wirklich Alkoholiker-mäßig. Ich glaube, Caranova ist tatsächlich trockener Alkoholiker. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Alkoholproblem, problematisches Alkoholverhalten und so in der Sucht drinne hängen, dass man wirklich entziehen muss und wenn man raus ist, einen Schluck trinkt und sofort wieder abhängig ist und jeden Tag zur Flasche greifen muss. Aber er hat es halt mit diesem Heroin mit 2, 3 Setup-Lines aufgebaut, so dass es jetzt knallt, weil ich glaube nicht, dass schon mal besprochen wurde, dass Kara ein Alkoholproblem hat. Aber er hat das hier geschickt eingefädelt, irgendwie so ein bisschen implementiert. Und wäre ja nicht das erste Mal, dass du einen Gürtel um den Arm und eine Nadel drin hast, ist halt crazy, Digga. Du einen Gürtel um den Arm und eine Nadel drin hast. Du sagst, Lehrer wie T-Way haben dich demotiviert und direkt zum Koksen getrieben. Ich hatte auch schlechte Lehrer, aber ich hab dann halt schlechte Noten geschrieben. Nice. Deine Junkie-Freunde teilten Spritzen, aber sind jetzt die härtesten Impfgegner. Und du hast sie auch noch gelobt beim Bahnziehen, als wärst du ihr Schwimmtrainer. Und als T-Way fragt, warum in harten Zeiten dein Gott nicht da war, konterst du, Gott war immer da, aber ich nicht. Alles klar, Contra Cara. Das ist witzig. Richtiger Facebook-Kalenderspruch, Alter. Hey, gib es zu. Blickst du darauf zurück, bist du noch stolz. Du hast einfach Glück gehabt. Aber Glück ist kein Erfolg. Bruder, Craze ist so intelligent. Der Battle ist so intelligent. Den Bezug herzustellen mit dem Kalenderspruch auf Contra K, das Ganze mit Contra Cara und danach den Albumtitel von Contra K zu flippen. Geil bezogen, das funktioniert auf so vielen Ebenen, der mischt irgendwie 3, 4 Sachen zusammen und kriegt das ohne einen Wie-Vergleich zusammen, das ist wirklich, wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut, ohne Wie-Vergleiche so viele Sachen verständlich zu verknüpfen, sodass du direkt den Haymaker kriegst und es nicht mal YouTube-Lines sind. Das ist schon krass, wie pointiert der schreibt und was der für ein Timing hat, Alter. Egal, ob ich ihn mag oder nicht, hat nichts damit zu tun, aber der ist rhetorisch sehr fit. Als das Bett hier gefixt war, fing ich an zu recherchieren. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr wurde ich abgefuckt von dir. Doch ich wollte Frieden schließen und lud ihn ein in die Blantrotation. Und er so, ein Zug für die Psyche. Jetzt geht das wieder los. Die war ein bisschen vorhersehbar, finde ich. Du tust so, als brächte jahrelanges Saufen und Rauchen nicht auch gute Dinge. Das ist großartig, Leute. Ganz, ganz großes Tennis ist das. Immerhin hast du dadurch jetzt eine coole Stimme. Ja, Witze so über Alkoholismus kommen schon mal vor. Jetzt kannst du drüber lachen, das ist dein trockener Humor. Schön. Aber mal ernsthaft. Mir war der Mensch hinter Caranova noch nie wirklich wichtig. Glückwunsch, du hast deine Dämonen besiegt, aber mich nicht. Die Konzepte in deinen Texten gehen alle nicht auf. Jede Substanz, die du je hattest, hast du missbraucht. Also inszenier dich bitte hier nicht als die Ausgeburt des Antichristen. Du warst immer stabil, doch ich habe sogar gegen Aufbaugegner abgerissen. Dass du den Titel haben willst, das kann ich verstehen. Doch hiernach wirst du wie nackte Porträts zu den Akten gelegt. Dein Dilteli-Tattoo wird dich begleiten und irgendwann macht es dich krank, denn es wird dich für immer daran erinnern, dass du nicht alles schaffen kannst. Und eines Tages wirst du beginnen, dich dafür zu schämen. Und genau dann kommt der Rückfall, weil dir der Gürtel fehlt. Da merkt man auch, wie krass Craze im Tunnel ist. Hast du noch einer? Er weiß nicht mal mehr, ob er Battle jetzt zu Ende ist oder nicht.
Ja, Bruder, was soll ich sagen? Gürtel fehlt, war eine Callback-Line, hat halt dasselbe Bild irgendwie zweimal benutzt. Ist aber, wenn einem so ein krasses Bild einfällt, wie dem Gürtel auf dem Arm, ne, mit Nadel drin und hast du nicht gesehen, über crazy. Hat crazy geschrieben. Ja, ist ein Win für Craze. Also beide boxstark, wirklich Bomben-Battle, richtig gut, Riesenkompliment an beide, aber Craze, Digga, Craze ist, also das Jarambo-Battle und das hier, Craze ist auf einem anderen Level im Moment. Sehr, sehr krass. Man kann ja immer schön, wenn es nicht drauf ankommt, eine Runde drawn. Deshalb, wenn ich in der zweiten 1-1 gebe, hätte ich als Judge wahrscheinlich am Ende, auch wenn manche das uncool finden, das so zu machen, wahrscheinlich gesagt 3-1 für, 3-1 für Craze, aber ist für mich auf jeden Fall ein Craze-Win. Wir gucken mal noch, was Anna so im Interview erzählt, oder? So, Leute, Abstimmung ist aus, wer für euch geholt hat. Don't let the label label you. Wir sind bei Mayhem 6 im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Unser aller Lieblingsinterviewerin. Und haben ein Match gesehen zwischen Craze und Cara Nova. Also herzlich willkommen zu einer weiteren politischen Diskussion über kulturelle Aneignung. Hi an die Hater. Bevor euch lang... Hi. Langweilig wird, ihr könntet zum Beispiel ein Trinkspiel ausprobieren, immer wenn Craze so sagt. Let's go! Gefährlich. Ruft die Überwalker Anna hier zu Alkoholismus auf? Weiß ich ja nicht, was ich davon halte. Aber ich mach mit! Let's go! Cara Nova, du hast... Nein, wir halten uns natürlich kurz, wir machen ja auch keine Grundsatzdiskussion auf, auch wenn es zu schön wäre. Aber du hast auf jeden Fall erstmal alle komplett geflasht mit deinem Gimmick. Ich habe mich schon davor gewundert, es ist ultra heiß im Festsaal und du bist den ganzen Abend mit Mütze rumgelaufen. Ich wusste dann auf der Bühne, wieso. Also Überraschungseffekt auf jeden Fall gelungen. Ich glaube auch bei ihm, also in seinem Blick hat man es auch gemerkt. Nun aber inhaltlich zu deiner Runde. Genau, wir wissen alle, worum es geht. Du hast dir Argumente rausgesucht, die er bis jetzt, glaube ich, zumindest noch nicht so ausführlich zu hören bekommen hat. Tatsächlich aber schon Argumente, die auch oft aus so ein bisschen rechten Ecken kommen. So, war dir das klar? Oder dachtest du mit dem Wikinger-Ding, dass du da was gefunden hast, was irgendwie auch vielleicht noch gar nicht so oft thematisiert worden ist? Anna enttäuscht nie, oder? Anna enttäuscht halt einfach tatsächlich nie, oder? Digga. Übrigens, ihr dürft in eurem Leben nie wieder Lasagne essen, weil ich habe letztens gehört, dass jemand, von dem ich glaube, dass der AfD wird, gesagt hat, sein Lieblingsessen ist Lasagne. Damit ist Lasagne für alle Zeit gestrichen, weil egal worum es geht, niemals darf man etwas tun, was Leute aus der rechten Ecke eventuell auch tun. Die Kammer, warum ist man denn so? Wenn das Argument Quatsch ist, wo ich keinen Grund persönlich für sehe, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn einer von euch eine Idee hat. Dann erzähl doch, warum das Argument Quatsch ist. Du kannst doch nicht einen Punkt seiner Glaubwürdigkeit oder Daseinsberechtigung absprechen, weil dieser Punkt auch von Leuten benutzt wird, die ansonsten vielleicht eine Einstellung haben, die uncool ist oder die du nicht magst. Schauen wir mal, was Cara dazu sagt. Also war irgendwas, was ich gesagt habe, in eine Weise in die rechte Ecke zu drücken? Nee, ich meine, du hast Argumente gebracht, die oft von rechten Ecken kommen. Also das zum Beispiel mit den Wikingern, es kommt halt oft von Leuten, die generell mit kultureller Aneignung nichts anfangen können. Das war bisher ein Argument. Sie hat zweimal Argumente plural gesagt und aber zweimal die Wikinger erwähnt. Das ist ein Argument. Und dann genau sagen, die Wikinger hatten das auch schon und so. Aber war dir das bewusst? So. Was ist daran falsch? Ich bin der Meinung, Vollidioten können manchmal auch recht haben.
bewusst? So. Ich bin der Meinung, Vollidioten können manchmal auch recht haben. Das ist eine gute Antwort, ehrlich gesagt. Zack! Pam! Bar of the Event, aller. Aber du hast dich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, scheinbar. Hast du dir die Frisur dann wegen dem Battle tatsächlich machen lassen? Ja, tatsächlich. Also als das erste Mal im Raum stand, dass das irgendwann stattfinden könnte, da hatte ich das wusste ich ja. Nicht gefilzte Haare, ne? Und es dann dazu. Wie gesagt, so wir halten es kurz, deswegen keine Monologe natürlich, warum das Thema nicht ganz so einfach ist, wie wir es vielleicht in der ersten Runde gehört haben, aber Craze. Ich versuche dir was zu kultureller Aneignung zu erklären. Du gibst mir den Konter des Grauens, Alter, und dann kann Anna es aber nicht lassen, nicht noch zu sagen, ja, also jetzt keine Monologe, aber das Thema ist natürlich nicht so einfach, wie du denkst, aber da sagst du jetzt bitte nichts zu, wir kommen jetzt mal zu Craze. Einfach so am Ende, die muss recht haben, ne? Das konnte die sich nicht verkneifen. Nicht einfach zu sagen, korrekt, guter Spruch von dir, hast recht, wir wechseln das Thema. Sonst, sie muss noch sagen, ich habe recht und das letzte Wort dabei haben. Ah, Gott, kein Bock mehr, Alter. Naja. Scheiß drauf, wenn es das mit dem Interview zu dem Thema war, der Rest, lass mir egal sein, ich will auch kein Trinkspiel aus Craze machen. Ich muss ehrlich sagen, mir kickt auch jetzt ein bisschen langsam rein, dass ich am Wochenende länger unterwegs war. Dementsprechend. Lassen wir es, denke ich mal, für heute hiermit bewenden. Wir sehen uns aber definitiv morgen wieder, diesmal wirklich. Und zwar morgen dann mit der Roost-Thematik und ein, zwei andere Sachen habe ich auch noch in petto. War auf jeden Fall wieder ein schöner Stream. Dankeschön für den Support. Zweimal den Hype-Train hochgepusht. Nippin, but love for all of you. Und ich hoffe, wir sehen uns alle morgen wieder, meine Lieben. Es gibt keinen Raid, weil ich habe keine Lust zu gucken, wer online ist. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen.